alles meine Nazi! Tja, meine Lieben, so begann sie die Eskalation, die beinahe zum Tod eines Menschen geführt hätte. Bent Lund, ein lokaler AfD-Politiker aus Schleswig-Holstein, hat nur mit viel Glück eine Attacke mutmaßlich von einem Migrantenclan überlebt. Eine Messerattacke, ein Stich ging nur knapp an seinem Herz vorbei. Darüber müssen wir reden. Und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Bevor wir loslegen, ihr kennt das Spiel, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und uns folgen auf Telegram, sowohl mir als auch dem Deutschlandkurier, ganz, ganz wichtig. Die Bilder, die ihr eben gesehen habt, die bewegten Bilder, die stammen vom Vorabend der eigentlichen Tat. Da passierte nämlich Folgendes, wie es in der Pressemitteilung der AfD Schleswig-Holstein heißt. Bereits in den Wochen vor der Tat sind Personen aus dem Umfeld des Opfers und dessen Besucher mehrfach von Mitgliedern aus dem Clan, heißt es hier, als Nazis verbal attackiert worden. Alles meine Nazi! So auch am Abend vor der Tat, als eine mehrköpfige Personengruppe, zuerst Herrn Lund, die Zufahrt zu seiner Wohnung versperrte und diese nur widerwillig freigab. In der Folge kam es vor dem Haus zu einem Handgemenge mit Verletzungen auf beiden Seiten. Dabei lag das Kräfteverhältnis bei 10 zu 2. 10 Migranten, sowohl Frauen als auch Männer oder andersrum, es waren mehr Männer als Frauen, aber man kennt es, das sind auch gerne mal Frauen dabei. Und Herr Lund und sein Sohn, die beiden waren alleine. Sie haben sich also gewehrt gegen 10 Menschen, eine klare Notwehrsituation. Dennoch gab es auch Anzeigen gegen Herrn Lund und seinen Sohn. So, und nun kommen wir zur eigentlichen Tat, die einen Tag später stattfand, einen Tag nach dem Video, das ich euch gezeigt habe. 2 Männer und eine Frau aus besagten Migranten-Clan mutmaßlich versuchten aus einem SUV heraus den Herrn Lund, der ein Motorrad fuhr, von der Straße zu drängen. Das gelang glücklicherweise nicht. Ich schätze mal, ein deutscher Motorradfahrer hat dann doch noch mehr drauf als ein... Na, ihr wisst schon. Dann folgte man Herrn Lund bis zu seiner Haustür, stieß Drohungen aus, man wolle ihn kalt machen und man sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht. Und dann wurde es richtig perfide. Einer der mutmaßlichen Clanmitglieder hielt Herrn Lund fest und der andere stach auf ihn ein. Beziehungsweise er versuchte es. Herr Lund, es gelang ihm 4 Stichversuche abzuwehren, aber er wurde dann von einem 5. schwer getroffen. Das Messer drang im Bereich des Schulterblattes 8 cm, ich wiederhole, 8 cm tief in den Körper ein und verfehlte nur knapp das Herz. Der Mann, der Herr Lund, hätte also tot sein können. Deswegen ist diese ganze Angelegenheit für mich auch ein glasklarer Mordversuch. Aber da kommen wir später nochmal zu. Der Notarzt kam, Herr Lund wurde in eine Klinik transportiert. Die Staatsanwaltschaft geht auch von lebensbedrohlichen Verletzungen aus. Doch Herr Lund, echter deutscher Jung, verließ trotz seiner schweren Verletzung auf eigenen Wunsch die Klinik. Warum? Aus Sorge um seinen 16-jährigen Sohn, der sich weiter allein in der Wohnung aufhielt und gegen den auch Morddrohungen aus diesem mutmaßlichen Clan ausgestoßen wurden. Die lokale Polizei ging zuerst von einem Nachbarschaftsstreit aus, scheinen echte Experten zu sein, da die Jungs, doch inzwischen ist die Kriminalpolizei und auch der Staatsschutz involviert. Die mutmaßlichen Täter wurden verhaftet, ob in Gänze
oder nur in Teilen, das weiß ich aktuell nicht. Herr Lund hat für sich und seinen Sohn einen Antrag gestellt beim Amtsgericht Schleswig. Es geht um das Gewaltschutzgesetz. Da geht es darum, dass die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen sich den beiden, also Herrn Lund und seinem Sohn, nicht nähern dürfen. Bei Verstoß müssen sie 250.000 Euro Strafe zahlen oder ersatzweise ins Gefängnis gehen. Ah, jetzt wird die Sache doch klarer. Ich gehe mal davon aus, dass zwei der mutmaßlichen Täter auf freiem Fuß sind, weil hier steht, das Amtsgericht Flensburg hat am Freitag gegen einen 31-jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Der Staatsanwalt, der Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeld, sagt, das Verfahren wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist unklar und gegenwärtig Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Das Ganze ist natürlich ein unheimlicher Skandal, dass ein Vater mit seinem Sohn mitten in Deutschland nicht in Ruhe leben kann. Aber es gibt noch einen zweiten Skandal, meine Lieben, nämlich die Nichtberichterstattung der sogenannten Leitmedien, der Massenmedien, des Mainstreams. Heute Abend soll wohl im NDR was kommen, aber wie gesagt, die Tat passierte bereits in der letzten Woche, in der Bild zum Beispiel, nichts zu lesen. Das alte Thema, man stelle sich nur mal vor, das wäre kein AfD-Politiker gewesen, sondern einer von den Grünen, CDU, SPD, was weiß ich. Es würde rauf und runter berichtet werden. Wer allerdings berichtet hat aus dem Mainstream, sind so zwei Provinzblätter auf Schülerzeitungsniveau, Flensburger Tageblatt, Schleswig-Holstein Magazin. Ich weiß es nicht, ist ja auch völlig egal. Diese Blätter sind irrelevant und haben selbstverständlich nichts Besseres zu tun, als die Tat herunterzuspielen. Die Pressemitteilung der AfD wird angegriffen, deren Autor Jan Petersen-Brendel wird angegriffen, weil er von einem heimtückischen Mordanschlag sprach und die Staatsanwaltschaft, wie gesagt, von schwerer oder gefährlicher Körperverletzung, was überhaupt nicht zu bedeuten hat. Die Staatsanwaltschaft selbst fängt erstmal unten an. Das kann sich dann beim eigentlichen Prozess immer noch ändern. Das kennen wir gut aus vielen, vielen Fällen, wo wir immer sagen, Mensch, das ist doch Mord, aber dennoch wird erstmal mit Totschlag angefangen. Wir warten mal ab, wo das noch hinführen wird, meine Lieben. Dann schreibt dieses Blatt noch, AfD-Anhänger instrumentalisieren die Tat. Was soll das bedeuten? Wenn einer von uns, und natürlich ist ein AfD-Politiker einer von uns, wenn der angegriffen wird, ja, dann berichten wir darüber, dann sprechen wir darüber, dann schreiben wir darüber Beiträge in den sozialen Medien. Ist doch völlig klar, wer hier instrumentalisiert, ist die Gegenseite, die uns Instrumentalisierung vorwirft und damit die Tat instrumentalisiert. Dann schreiben die auch noch, AfD-Politiker Bent Lund weitestgehend unbekannt. Ja und, was soll das bedeuten? Was will uns das Blatt damit sagen, dass die Tat deshalb weniger schlimm sei, als wenn es beispielsweise Alice Weidel getroffen hätte? Also was sitzen da bloß für Leute in dieser Redaktionsstube? Schreiben, er war nach dem Wahlerfolg seiner Partei über die Liste in den Kreistag eingezogen. Die AfD hatte bei der Kommunalwahl überraschend 7% der Stimmen geholt. Tja, meine lieben Schmierfinken vom Flensburger Tageblatt, bei den 7% wird es nicht bleiben. Es gab heute oder gestern eine aktuelle Umfrage. Nur noch 53% der Deutschen sagen, sie würden niemals die AfD wählen. 53%, das waren vor ein paar Wochen, keine Ahnung, noch 70. Es geht voran, eben auch genau solcher Taten wegen und weil ihr sie versucht runterzuspielen. Ihr macht also unsere Arbeit mit. Also macht gern so weiter, euch glaubt sowieso niemand mehr und wir werden stärker von Tag zu Tag. Meine lieben Zuschauer, haut ihr rein, macht weiter und bis später. Und
Nochmal, ganz, ganz wichtig, Telegram, die Oase der Meinungsfreiheit, folgt dem Deutschlandkurier und auch mir. Adressen hier drunter. Ich möchte heute Abend mindestens bei beiden 100 neue Leute sehen. Das würde mich sehr freuen.